We'll be right back.
Einen wunderschönen guten Abend. Und ein fröhliches Skillback in die Runde. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Wir freuen uns, dass eingeschaltet wurde für Sie. Oder vielleicht hat jemand neben Ihnen eingeschaltet und Sie wollen das gar nicht sehen. Das ist uns völlig egal. Wir sind einfach nur froh, dass Sie dabei sind und diesen wunderschönen Abend mit uns genießen können. Es macht hier wirklich eine Menge Spaß. Und Sie fragen sich bestimmt, wow, was war das denn? Und das kann ich Ihnen sagen, das waren wir. Und genauso viele fragen sich wahrscheinlich, oh, was war das denn? Ja, das waren wir. Aber genauso viele fragen sich bestimmt, worum ging es in diesem ersten Titel? Eine sehr gute Frage, dankeschön. Der Titel heißt Temperament und entstand in einer Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe, ob ich Temperament überhaupt habe. Und heute weiß ich, ja, jeder Mensch hat Temperament. Ist eine total bescheuerte Frage. Aber ich finde das Lied ganz schön. Apropos iPad. Och. Wir haben schon ein paar Kommentare. Also wenn Sie Fragen haben, sehe ich die auf diesem iPad. Wenn Sie spenden, sehe ich das auf diesem iPad. Wenn Sie nicht spenden, sehe ich das auf diesem iPad mit Ihrer Adresse. Und was die wenigsten wissen, die Jazz Federation hat dieses iPad extra gebaut und ich kann in jedes Wohnzimmer eines jeden Jazz Federation-Mitglieds schauen. Und ich habe gesehen im ersten Titel, sie haben alle getanzt wie die Verrückten, sehr schön. Aber jetzt sehe ich auch ganz viele traurige Gesichter, weil wir nicht weiterspielen und der Typ hier die ganze Zeit redet und redet. Ja, das hat leider auch seinen Grund. Wie soll ich das am besten sagen? In den letzten Monaten hatten alle Musiker viel Zeit zum Üben, um besser zu werden, um schneller zu werden. Ist ja das Gleiche wie besser oder lauter zu werden. Das habe ich gemacht. Oder um ihre Ausdauer auf einem bestimmten Level zu halten. Die beiden haben das nicht gemacht und haben mich gebeten, viel zu reden. Ihr hört mich, ne? Ich dachte eigentlich, okay. Ich habe mir die Ansagen extra so überlegt, dass die beiden mich nicht hören können. Aber jetzt ist es raus. Ich muss viel reden, damit die beiden noch Luft bekommen. Ich meine, schauen Sie sich das mal an. Max Rademacher am Tenorsaxophon und an der Kontrabassklarinette. Applaus, Applaus! Er sieht völlig zerstört aus und kriegt kaum noch Luft. Kann kaum noch stehen, ja. Genauso wenig wie Max Böhm am Altsaxophon und dem Bariton. Eieiei, ist hier eine Ader im Auge geplatzt? Eieiei, ihr seht nicht gut aus, Jungs. Ich rede lieber noch ein bisschen. Einer von uns sieht noch sehr, sehr gut aus und ist frisch. Das ist Alex Bär in der Tonregie. Der ist für diesen temperamentvollen Sound zuständig, sagt man das so. Ein Applaus, Alex. Steh mal bitte kurz auf und verbeug dich. Sehr gut. Und wie immer haben wir ein fantastisches Kamerateam hier. Es sieht hier drin schon wahnsinnig gut aus und ich bin mir sicher, bei Ihnen zu Hause noch besser. Es ist jedes Mal, wenn ich Hamburg Stream einschalte, überraschen Sie mich mit Ihrer Kreativität und Ihrem Einfallsreichtum und Ihrer Ästhetik. Es ist wirklich toll mit euch. Danke. So, auf zum nächsten Titel können wir wieder. Okay, der nächste Titel stammt vor allem aus der Feder von Max Rademacher. Und er verarbeitet in diesem Titel, dass er vor kurzem Vater geworden ist. Er hat sich ein wunderschönes Baby gekauft und ist Cobra genannt. Dieses Baby hält er jetzt gerade in seiner Hand. Es ist eine Kontrabassklarinette. Und dass die noch besser klingt, als sie aussieht, und dass sie sogar noch besser klingt, als Max aussieht, das beweisen wir in unserem neuesten Stück Gingerbread Kevin. Viel Spaß! Thank you.
Gingerbread, Kevin. Ja, es kommen schon ein paar Kommentare rein. Ein paar Fragen. Crisp Otter fragt, welche Sticks spielt der Drummer? Ah, das sind die SD9 Driver von Vic Firth. Kann ich nur sehr empfehlen, aus Ahorn. Gut in der Hand, warmer, fester Sound, nicht zu groß, nicht zu klein, sind schon groß, aber ist ganz schön. Ich spiele keine anderen mehr. So, hier ist, das ist keine Frage. Kenny G. Arid fragt, nee, der sagt, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, schade. Aber Geschmack ist relativ, zum Glück, kann man nichts machen. Wir wissen aber, wo er wohnt. Die Jazz Federation wird sich darum kümmern. Ansonsten, Chill Tiger fragt, ob wir Filmfreunde sind. Ja, eine sehr gute Frage, sehr passend. Wir lieben Filme. Max Böhm liebt Splatterfilme über alles. Das ist kein Geheimnis, ganz Hamburg weiß das. Ich stehe natürlich mehr auf Erotikfilme. Und Max Rademacher ist ein großer Freund der romantischen Komödie. Und deswegen hat er auch gute Kontakte in diese Szene tatsächlich. Und wir konnten einen Soundtrack zu einem Film machen. Ich bin mir sicher, Sie alle kennen den Film. Liam Neeson spielt die Hauptrolle. Er spielt einen jungen Studenten, der in eine neue Stadt kommt. Und er hat gerade eine schwierige Beziehung hinter sich. Und er möchte jetzt die Liebe seines Lebens finden. Er weiß einfach nicht wie und versucht alles mit verschiedenen Apps. Geht er auf Suche im Internet, in den Weiten des Cyberspace und findet dort sehr viele fremde Frauen, kennt ihre Namen nicht, behandelt sie wie Dreck, prahlt mit ihnen, dass er so viele hatte. Und er weiß nicht, was er falsch macht, aber er findet einfach nicht die Liebe des Lebens. Und ich verrate Ihnen das Ende, Sie kennen den Film. Er war die ganze Zeit trotzdem noch mit seiner Freundin zusammen, aber zu faul, um Schluss zu machen? Nee, zu feige, um Schluss zu machen und zu faul, um an der Beziehung zu arbeiten. Ein toller Film. Hat natürlich Happy End. Deswegen ist Max Rademacher großer Fan davon. Und es gibt eine sehr intime, romantische Szene. Ich will nicht zu viel verraten, aber Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was da passiert. Und die Musik, die wir für diese Szene geschrieben haben, die kommt jetzt. Der Titel heißt Tinders Liste. Und ist eher einer unserer romantischeren Titel. Viel Spaß. Warum lacht ihr?
Pedal. Nochmal! Sorry, Leute. Thank you.
Habt ihr schon was getrunken? Viel trinken. Das ist unfassbar warm hier drin. Ah, noch mehr Kommentare. Oh, sick, seid ihr von Bands wie Moonhooch inspiriert? Grüße aus Hannover. Tatsächlich sind Moonhooch von uns inspiriert. Uns gibt es zwar noch nicht so lange wie Moonhooch, aber die nächste Frage. Was heißt denn nun eigentlich Skillback und was hat das mit einer Augenklappe zu tun? Schreibt W. Kerschek. Wer könnte das denn sein? Der Name Skillback. Also, wir wollten einen tollen Bandnamen haben. Ich erzähle die ganze Geschichte, oder? Ja, ist das Beste. Wir wollten einen tollen Bandnamen und irgendwie gab es alles schon und wir wollten irgendwas Urbanes, irgendwas Jugendliches, irgendwas, was die Kids auf der Straße sagen und haben uns undercover zu den Kids auf die Straße begeben, eine Menge Drogen genommen, eine Menge coole Sachen erlebt, Mülleimer angezündet und umgetreten, Leuten, wenn sie weit genug weg waren, hinterhergespuckt. Und diese Kinder, die spielten Saxophon wie die Verrückten. Titel wie Oh When the Saints oder Hit the Road Jack. Das war der Wahnsinn. Und die hatten ein ganz bestimmtes Wort für dieses Instrument, nämlich Saxophon. Also wussten wir, hier werden wir auch nicht fündig. Und deswegen haben wir uns einfach nach dem Mädchennamen von Max Rademachers Mutter benannt. Skillback. Klingt cool. Sieht schön aus. Gibt's tatsächlich noch nicht. Bis jetzt. Und das ist die ganze Geschichte. Was wir gerade eben gehört haben, war übrigens ein Cover. Das war das erste Stück, das nicht von uns war. Es heißt When the Party is Over und ist von der Sängerin Billie Eilish. Unsere Version war deutlich langsamer. Wir hatten es wohl nicht ganz so eilig. Der nächste Titel heißt Love for Sale, inspiriert von dem Jazzstandard Love for Sale. Hat aber musikalisch rein gar nichts damit zu tun, aber textlich auch überhaupt nichts. Einfach ist es nur ein Wortspiel mit dem Namen, weil es lustig klingt. Ich bin Salé, Leon Salé, Sale. Das ist der Witz. Und mehr gibt es über das Stück auch nicht zu sagen. Hören Sie selbst, das Stück sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe gehofft, dass noch ein paar mehr Fragen jetzt da sind, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Könnt ihr schon wieder? Ja, okay, dann höre ich jetzt auf. Viel Spaß mit Love for Salé. Kommt jetzt, ne? Ja. Thank you.
Was laut. La Fosalée.
Wir haben, um dieses Programm zusammenzustellen, geprobt vor 1,5 Jahren in Dänemark, haben uns eine Woche lang ein Ferienhäuschen gemietet. Wir hatten kein Internet, kein Telefon, keinen Kontakt zur Außenwelt, sind niemals rausgegangen. Es war ein dunkles, mit viel zu kleinen Fenstern bestücktes Häuschen. Es war auch sehr niedrig. Max Rademacher hat sich andauernd gestoßen. Das war lustig, aber wir haben sehr viel komponiert und den Titel, den wir jetzt spielen, haben wir da dann auch erarbeitet. Das ist ein Cover wieder von dem Künstler San Holo, ein holländischer oder belgischer Elektronik-Artist. Und der Titel heißt Schwooms und damit haben wir uns sehr verbunden gefühlt, denn wir lieben Schwooms. Wir kriegen einfach nicht genug von Schwooms. Wir haben auch in Dänemark nur Schwooms zu uns genommen. Zum Kartoffelsalat, zum normalen Salat, zum Leonsalat. Das war einfach Schwooms, Schwooms, Schwooms überall. Es war einfach schön. Man könnte fast sagen, es war unsere Droge. Naja, und danach spielen wir direkt einen weiteren Titel. Da geht es auch um eine Droge, aber nur für einen von uns. Diese Droge heißt Fleisch und ist auch ein Stück von Max Rademacher. In dem verarbeitet er diese Qual in Dänemark, als er die vegane Lebensweise von uns beiden ertragen musste, von Max Böhm und mir. Er wurde krank sofort, er wurde schwach und er musste am letzten Tag ein Steak essen und danach war er wieder gesund. Guckt euch diesen Körper an. Das ist Fleisch. Und der Titel heißt Fake Steak. Also Schwooms und Fake Steak, Pilze und Fleisch.
Thank you.
Das war's. Tschüss. Zugabe? Ah. Oh, ja, Zugabe. Okay, dann spielen wir noch einen. Spielen wir noch alte Kameraden? Oder In the Mood? Schauen wir mal. Oder alles gemischt? Wir möchten uns nochmal aber vor dem letzten Titel, der jetzt kommen wird, bedanken bei dem ganzen Hamburg Stream Team. Man kann es nicht oft genug sagen, es ist einfach der Wahnsinn, was hier auf die Beine gestellt wurde innerhalb kürzester Zeit, und uns Musikern und Tonmenschen und Videomenschen wird damit so mitgeholfen und dem Publikum hoffe ich auch. Es ist einfach eine tolle Möglichkeit. Wir haben jetzt ein schönes Video, eine tolle Tonaufnahme und bekommen vielleicht sogar noch Geld von Ihnen. Das fänden wir ganz schön. Es sieht zwar so aus, wenn man diese ganze Technik sieht, als hätten wir viel Geld, aber nein, es sieht aus, als hatten wir viel Geld. Und wir freuen uns wirklich über jeden Euro, den wir noch bekommen können. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich in 2 Monaten meine Miete zahlen kann, ehrlich gesagt. Und es ist nicht leicht gerade als Künstler, aber wem sag ich das? Wem sag ich das? Sie können, glaube ich, noch eine Woche nach dem Konzert spenden. Ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, Wolf, dann treffe mich jetzt dein Blitz. Okay. Sie können noch eine Woche nach diesem Konzert spenden. Wir freuen uns darauf. Worauf wollte ich denn hinaus? Wir sind die Band Skillback. Max Rademacher am Tenor, Saxophon und an der Kontrabassklarinette. Yeah! Wuhu! Max Böhm am Baritonsaxophon und der alte Saxophon ins... Mein Name ist Leon Salé. Alex Bär in der Regie, das wundervolle Kamerateam. Ich nenne es nicht mit Namen, weil ich nicht die Namen aller Mitglieder kenne, aber ich bin mir sicher, also deinen kenne ich, aber... an der Kamera, Dankeschön. Und der letzte Titel heißt Daniel Siebert. Oh, Sie kennen den Namen? Dann wissen Sie, warum ich den Titel so genannt habe. Sie kennen den Namen nicht? Es war ein schöner Sommer letztes Jahr, glaube ich. Es war das DFB-Pokal-Halbfinale. Meine Lieblingsmannschaft spielte gegen Bayern München. Ich sage nicht, wer meine Lieblingsmannschaft ist, denn dann bekomme ich in Hamburg Schläge. Ich möchte noch kurz an dieser Stelle sagen, dass Max Böhm Bayern-Fan ist. FC Bayern München-Fan. Gucken Sie sich das mal an. Das ist ein FC Bayern. Ist das ein Gewinnergesicht? Ich weiß es nicht. Er ist auch noch stolz drauf. Jedenfalls, Bayern führte natürlich 2-0. Meine Mannschaft hatte keine Chance. Und auf einmal kam meine Mannschaft zurück, machte 2 Tore und war kurz davor, das dritte Tor zu machen. Das ist komisch zu gestikulieren. Und dann machte Alaba, nee, war das Alaba oder Thiago? Irgendein Bayern-Spieler machte eine Schwalbe vor dem Bremer Tor. Oh, vor dem Tor der gegnerischen Mannschaft. Und der Schiedsrichter Daniel Siebert gab den Elfmeter, obwohl es keiner war. Es hätte sogar gelb für den Stürmer sein müssen. Und der Videobeweismensch, hat man später rausgefunden, hat sogar gesagt, guck's dir an, und er meinte, nö. Und deswegen hat Bayern 3-2 gewonnen und Werder Bremen war raus. Und was ich da gefühlt habe, diese Entspannung und Enttäuschung, ich war relativ ruhig, glaube ich. Diese Gefühle habe ich alle in den kommenden Titel jetzt gepackt. In dem können wir es nochmal so richtig verausgaben, bevor wir sagen tschüss und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hamburg Stream. Daniel Siebert, unser letzter Titel. Viel Spaß. Bitte spenden Sie. Bitte sagen Sie es Ihren Freunden weiter, dass wir hier gespielt haben, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, sagen Sie es Ihrer Familie weiter. Und wenn Sie es mittelmäßig fanden, gucken Sie es einfach nochmal oder spenden Sie einfach ganz viel, dann wird es Ihnen gefallen. Danke und einen schönen Abend. Daniel Siebert verabschiedet sich.